So, mein lieber Freund, wo willst du denn hin? Ha? Riechst du wieder? Oh je, Jeff. Leider die Befürchtung, dass wir dir die Kronjuwelen abschneiden müssen. Mann, Mann, Mann. Na, im Moment macht er echt Faxen. Fängt also an mit den Zähnen zu klappern und all so ein Scheiß. Echt keine Ahnung, wohin das noch führt, Jeff. Wenn du dich am Riemen reißt, dann bleiben die dran, Jeff. Das liegt nur an dir. An deiner Stelle will ich mich benehmen. Sonst wirst du bestiegen. Von den anderen. Also ich weiß nicht, ob du das so gut findest, ne? Immer riechen, 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 riechen. Und Gras fressen, ne? Gut, Jeff. Aber weiter. Jetzt hast du hier schon Wasser, dann gehst du nicht rein, oder was? Und nochmal. Was für eine Akrobatik hier hinlegt, Jeff. Hä? Guck mal hier. Hier haben wir doch sogar noch ein Stöckchen. Hier, guck. Soll ich werfen? Und ab. Ihm ist eigentlich scheißegal, wie weit du das Stöckchen wirfst. Hauptsache, du wirfst es. Oh ja. Du sollst es nicht kaputt machen, du sollst es fangen. Und holen und bringen. Komm, kriegst du es mal ins Wasser geschmissen. Hier. Dann wird die Schnauze auch noch ein bisschen feucht. Oh ja. Ein bisschen abkühlen. Ja, fast, ha? So ist fein. Komm ab, Jeff. Nimm ein Stückchen mit. Also nur so als kleiner Geheimtipp, ne? Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, aber die Hunde, die pinkeln immer gerne entweder hier auf die Seite oder da hinten dran. Deswegen immer schön mittig auf die Bank wetzen. Ich lasse Jeff eigentlich das nicht machen, aber durch das, dass das so viele machen und ich ihn beim Pinkeln nicht wirklich abrufen kann. Und wenn er schon ein paar Meter weiter vorne ist, dann setzt er da auch eins nach. Also für die ganzen Rentner da draußen. So, jetzt gehen wir weiter. Da hinten können wir noch lang.